Also, hi Leute, ich bin René von CampingTech. Ich bin hier gerade, oder ihr befindet euch hier gerade in meinem Livestream zur Wohnwageninstandsetzung meines alten Tabot Cornett 460 TN. Und heute regnet es und nicht gerade wenig. Oder also im Augenblick regnet es, ja, das sieht man natürlich nicht, aber man hört es vielleicht im Hintergrund. Das ist natürlich gerade perfekt, um zu schauen, ob das Dach auch wirklich dicht ist, also ob die Instandsetzung bzw. die neue Abdichtung vom Dach funktioniert hat. Und ich sage mal so, bis jetzt, ich habe mal alle Ecken und Kanten angeschaut, ist es tatsächlich trocken. Also daher sieht es eigentlich ganz gut aus. Und viel ist jetzt noch nicht so viel passiert jetzt in letzter Zeit, also wo man jetzt viel zeigen kann. Ich habe jetzt eigentlich eine Stelle, das sind nämlich genau die vorderen, also die Ecken. Gerade auf der Beifahrerseite vorne war es ja ganz schlimm, da war ja der Griff etwas lose gewesen. Dadurch, dass der Griff lose war, hat sie mal vermutlich etwas Wasser reingezogen. Und durch dieses etwas Wasser hat komplett eigentlich das ganze Holz zerstört. Ja, ist komplett weggegammelt gewesen. Ich habe alles rausmachen müssen und man macht ja immer so viel Holz raus, bis man sagt, okay, jetzt kommt wieder gutes Holz und baut dann ab da wieder neu auf. Ja, bloß, dass es jetzt so viel Holz war, hätte ich jetzt nicht gedacht, was ich rausnehmen musste. Also man kann eigentlich komplett sagen, die Front ist innen drin nackig. Aber das zeige ich euch gleich. Und als allererstes, bevor es zur Front geht, hinter mir sieht man, ich habe es auch umgeräumt. Da ist auch schon gleich ein kleiner versteckter Hinweis, weil ich habe nämlich die vordere Sitze rausgebaut. Fangen wir mal als erstes. Moment, ich muss bloß einmal kurz umschalten. Ich hoffe, Ton ist noch da. Ja, Ton ist noch da. Die Klappe hier. Danke nochmal an meinen Vater, der mir die Klappe hier so weit, Schlaf- und Wohnbereich, sage ich mal, hat er jetzt mir hier die Türe neu, also Kanten abgeleimt und so weiter. Und hier innen drin verstärkt, weil es ist ja natürlich, wenn man hier das Original, nein, habe ich gerade leider nicht da. Das müsste jetzt gerade draußen im Regen stehen. ist jetzt hier diese Türe wieder da. Oder eine Türe, weil hier war ja ursprünglich original die Heizung gewesen. Aber wie gesagt, die wurde ja leider, warum auch immer, rausgebaut. Na gut, aber immerhin habe ich jetzt hier eine Türe mit einem Scharnier. Und ja, die geht jetzt noch automatisch wieder ein bisschen auf. Aber da kommen dann noch sogenannte Pushlocks, also einfach dann, was man aus dem Wohn- oder Wohnmobil- oder Wohnwagenbau kennt, wo dann hier so drückt, klack, und dann hält die, und dann drücke ich drauf, klack, dann geht die auf. Aber wie gesagt, jetzt habe ich eine Türe in der gleichen Optik. Danke nochmal an meinen Vater an der Stelle. Ist richtig cool geworden. So, Türe, genau, jetzt geht's nach vorne. Also, wie man, ich versuche es mal komplett ins Bild zu kriegen. Hier ist jetzt ein Hauch von nichts. Also, man muss mal sagen, hier links war eine Sitzbank und hier rechts war eine Sitzbank. Die ist jetzt nicht mehr da. Die befindet sich gerade hier in Einzelteile zerlegt. Also kann man mal gucken, so sieht das aus, wenn das rausgebaut ist. Und ja, hier ist jetzt einfach nichts mehr. Ich gehe jetzt mal hier vor. Also man sieht auch hier, was da rauskam. Da hat man noch Müll, das ist alles Müll. Ach ja, hier ist ja übrigens die Türe, die alte Schiebetüre. Also so ist die aufgebaut, original. Das heißt, hier ist einfach, das ist wirklich einfach nur Karton. Einfach nur Karton und ganz dünnes Holz. Das ist also auch an sich leichtes, aber zwei Türen hat dann schon echt ein Gewicht. Die Ecke hier. Also im Endeffekt kann man sich das mal angucken. Ich zeige euch mal kurz die einzelnen Schichten, wenn ich jetzt nicht gleich abstürze. Das ist die Verkleidung, also diese hier. Ich sage dir, wie gesagt, immer dazu Stoff, dann wisst ihr ja, was ich meine. Dann hat man hier so, ja, ich nenne es gerne Müsli-Holz, weil es ist einfach irgendwie nur fast wie Müsli. Und dann kommt dahinter Styropor und dann ist es, das ist die Außenhaut. Also das ist das Blech außen. Ja? Und mehr ist es eigentlich nicht. Blech, Styropor, Müsli, Stoff. Ich hoffe, das ist soweit verständlich an der Stelle. Ja, die Ecke war natürlich auch durch, logischerweise, weil im Endeffekt hier, das sind die zwei Löcher, wo der ursprüngliche Rangiergriff vorne war. Ja, das war kaputt, undicht, dann kam Wasser rein. Hier war normal, ist normalerweise Holz, also hier sind zwei Latten von der Breite her bis hierhin circa. Und dann kam da das Wasser rein und hat sich das über die Jahre natürlich ausgebreitet und hat dann hier das komplette Holz morsch gemacht. Und ihr kennt ja vielleicht noch, wo ich hinten das repariert habe. Ich habe gerade leider Gott sei Dank kein Krümel mehr da. Naja, vielleicht hier noch das Stück. Das ist dann einfach nur noch, ich sag mal, Pulver. Ja? Mehr ist es nicht mehr. Das heißt, wie Staub fast. Und so sah hier das komplette Holz aus. Also wirklich alles war genauso in dem Zustand gewesen.
Deswegen habe ich jetzt natürlich hier immer so weit das Holz abgeschnitten, bis es wieder gut ist, bis es wieder gut ist, bis dann einfach teilweise auch gar nichts mehr da war. Also hier gehen die Streben normalerweise weiter. Auch hier wieder, bis es gut ist. Und jetzt geht es natürlich dann da los, wie man jetzt hier oben sieht, am Originalholz. Jetzt wird es ein bisschen lauter mit dem Regen, ich hoffe es geht noch. Wieder neues Holz hinzubauen. Das natürlich stabilisieren mit Winkel, auch hier unten. Und das natürlich auch an sich mit der Außenhaut wieder verschrauben. Und der nächste Schritt wird dann sein, wenn der Grundrahmen hier komplett wieder, sage ich mal, an allen Verstrebungen wieder ganz ist, dann werden die Kanten noch mit Karosseriekleber aufgefüllt, dass es A dicht ist, dauerelastische Verbindung, dass es auch dann stabil hält, also richtig dann klebt, sage ich mal. Ne? Wenn dann das Skelett oder das Grundgerüst wieder aufgebaut ist, dann muss ich hier wieder mit Styropor bzw. Styrodur, je nachdem, wieder komplett alles isolieren. Also man auch eine Wärme oder auch eine Kälte, je nachdem, Isolierung auf jeden Fall wieder hat. Und wenn dann, sagen wir mal, hier das Styropor aufgebaut ist, dann kommt hier vorne dieses, wie heißt das, Pressspan, Multispan, auf jeden Fall das Müsliholz kommt dann wieder vorne drauf. So, wenn man dann sich jetzt mal rein vielleicht, mal rein theoretisch mal wieder vorstellen, oder sich vorstellt, wenn es hier wieder zu ist, ja, dann würde... Jetzt habe ich natürlich einiges von diesem Material hier, von diesem Stoff, natürlich ist natürlich auch kaputt gegangen beim Entfernen. Ist jetzt gerade ein Krümel oder ein Regentropfen runtergekommen? Ne, ich glaube, das war ein Krümel. Ja, es war ein Styroporkrümel, Gott sei Dank. Jetzt hatte ich aber gerade Panik. ist auf jeden Fall der Plan. Hier ist jetzt ja die Ablage. Also ich gehe mal kurz einen Schritt zurück. Also was vielleicht im Ganzen sieht, also von unten... bis nach hier oben, da wo jetzt mein Finger hin zeigt, das komplett mit Kunstleder, den vorderen, ich sage jetzt mal den Schlafbereich neu zu beziehen, weil wie gesagt, diese Originalverkleidung hier wird relativ schwierig zu bekommen und naja, so schön ist es natürlich jetzt auch nicht, sage ich mal. Und deswegen Kunstleder einfach wirklich dann ab hier der Küchenzeile beginnend einmal komplett rum, hier rum, komplett rum und dann auch bis nach hier hinten. Dass also der vordere Bereich nachher mit Kunstleder abgedeckt ist. Das ist circa 1,40 hoch und im Endeffekt brauche ich dann 5 Meter bis nach hier hinten rum. Also es geht eigentlich, es ist nicht so viel Material, aber dann sieht es nachher wieder ordentlich aus und das ist viel wichtiger, dass es stabil ist und auch wieder dann auch gut aussieht, weil schließlich schläft man hier nachher dann auch und wie gesagt, das Leben findet ja draußen statt, aber deswegen, dass wenn man dann im Schlafbereich ist, dass es da dann wenigstens ordentlich aussieht. Ja. Was jetzt auch noch neu ist, ich habe es jetzt endlich geschafft, eine Größe, also eine passgenaue Monitorhalterung zu finden, die dann auch, sage ich mal, passt von der Breite und die war jetzt auch gar nicht so teuer, also um die 11 Euro kriegt man die und dann kann man im Endeffekt hier den Monitor ranschrauben, das ist so eine genormte Halterung, nennt sich VESA, also mit V geschrieben, VESA Halterung und das heißt, ich kann es dann nachher, sag ich mal, wenn ich jetzt, ich gehe mal kurz nochmal einen Schritt zurück, also normalerweise, wenn, habe ich ja hier, liege ich ja quer und dann ist hier auf der Seite der Kopf. Also das heißt, ich kann dann nachher so gesehen den Monitor mir so hindrehen und den dann ein bisschen runter. Also das kann man auch noch so in der Schräge verstellen. Es war relativ lumpig, aber es funktioniert. Das heißt, wenn ich dann im Bett liege, habe ich dann hier den Monitor und kann dann da gucken. Oder wenn man dann irgendwann mal wieder da hinten am Tisch sitzen kann und es ist schlecht Wetter, so wie jetzt gerade, dann könnte man auch die Monitorhalterung, das ist nämlich der Trick, einfach einmal ganz rumklappen. Dass ich dann sage, wenn ich dann hier hinten am Tisch bin, habe ich da vorne die Monitorhalterung, also hier im Bild. Ja. Das habe ich dann ganz geschickt und ich habe es extra ausgemessen, dieses Mal auch wirklich ausgemessen, wie breit der Monitor ist. Und ich habe mir dann hier eine Markierung gemacht. Hier, diesmal, die wird man jetzt vielleicht vermutlich gerade nicht so wirklich sehen. Hier ist eine Markierung, also bis hierhin, jetzt zu meinem Fingernagel geht der Monitor. Also das heißt, ich habe dann bis zur Türe schon so gute 2-3 cm, bis hier in der Monitor geht. Das heißt, ich habe dann den hier in der kompletten Breite, kann ihn dann aber auch wieder rumklappen und kann das natürlich dann auch nochmal so machen. Also da ist man relativ flexibel, aber ich mache noch eine Halterung hin, dass dann der nachher einfach hier hinten hängt und dann auch nicht mehr rausgehen kann und fertig. So, jetzt hat mein Kumpel Flo, jetzt schaue ich mal kurz wieder um, einen Augenblick. So, jetzt hat mein Kumpel Flo noch was extrem Geiles gemacht.
Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Citywasseranschluss ist. Also ein Citywasseranschluss, um ganz kurz zu erklären, ist, wenn man einfach, sage ich mal, am Campingplatz ist und dann hat man Wasserkanister, Frischwasser und dann ist der irgendwann mal vielleicht leer, wenn man dann Wasser zum Zähneputzen nimmt oder zum Kochen nimmt. Sondern wenn der Wasserkanister draußen leer ist, dann muss man ja den Wasserkanister abschrauben, zu der Wasserstelle gehen, den Wasserkanister wieder auffüllen und wieder in den Wohnwagen reinschrauben. So, jetzt gibt es einen sogenannten Citywasseranschluss. Das heißt mal ganz grob gesagt, dass man einfach von der Wasserentnahmestelle einen Gartenschlauch anschließt, den Gartenschlauch an den Kanister anschließt und normalerweise, sobald man innen drin Wasser entnimmt, füllt dann der Gartenschlauch das automatisch nach. Das heißt, man hat also eigentlich am Campingplatz im Wohnwagen fließend Wasser. Also besser geht es eigentlich nicht an der Stelle. Und wegen Abwasser, auch Grauwasser ja genannt, dann gibt es dann auch so eine Art Kanalisationsschlauch, der dann einfach dann direkt vom Auslass von der Spüle dann direkt auch in die Kanalisation geht. Das hat man eine Art Wasserkreislauf im Endeffekt, ja. Und dieser Citywasseranschluss ist einfach dafür da, dass man halt eben nicht jedes Mal, wenn der Kanister, der Frischwasserkanister leer ist, dass man dann rausrennen muss, um den nachzufüllen. So, jetzt ist aber das Thema ein Citywasseranschluss, die komplette Elektronik hin und her, rum und um. Ja, das kostet halt eben nicht wenig Geld und ich sag mal so, für einen alten Wohnwagen lohnt sich's jetzt nicht unbedingt. Da kam mein Kumpel Flo auf eine geile Idee. Wir haben jetzt einen Wasserkanister genommen. Und er hat jetzt von einer Frischwassertränke aus dem Viehzuchtbedarf, glaube ich, einen Schwimmer genommen. Also den Schwimmer, den könnt ihr euch so vorstellen wie in einem Spülkasten an der Toilette. Das heißt, wenn der Spülkasten leer geht, dann drückt es den Schwimmer runter und macht damit dann den Kanal auf, dass Wasser nachläuft. Und wenn der Wasserstand steigt, steigt der Schwimmer und der Schwimmer macht dann irgendwann Klack, macht dann das Ventil wieder zu. Dann, dass der Wasserspülkasten im Klo oder in dem Fall ein Wasserkanister nicht überfüllt wird. Jetzt ist es natürlich keine Lösung von der Stange, sondern eine Selbstbaulösung, aber das ist echt genial geworden. Jetzt gehe ich mal kurz in den Regen raus und hol mal den Kanister schnell rein. Ah, ist das ein Wetter. Ein Augenblick. Ja, jetzt haben wir da natürlich auch gleich Wasser innen drin, noch super. Okay, jetzt ist es alles nass. Ich schalte mal kurz wieder auf die Kamera um. So, im Endeffekt ist das hier eine ganz normale 12-Volt-Pumpe. Das heißt, die saugt unten das Wasser an und schießt dann hier oben aus dem Schlauchanschluss raus, ja. Und das Ganze ist dann einfach ganz normal mit 12 Volt Gleichstrom, läuft es dann nachher und geht jetzt durch diesen Deckel hier durch. Der Deckel macht jetzt hier alles nass, genauso wie der Kanister. Und hier ist der, ohne jetzt einen Markennamen zu nennen, also ein sehr bekanntes Schlauchsystem mit G beginnend. Dann geht das Wasser hier rein und füllt den Kanister circa ein bisschen bis über den Strich. Wir haben es abgewogen, das müssten so um die 7, 7,5 Liter dann sein, was da drin ist. Aber wenn man auf dem Campingplatz steht, ist das völlig egal, weil der lädt es ja dann immer wieder nach. Und hier innen drin sieht man vielleicht etwas die Mechanik. Also auf der linken Seite diese große Pille, sage ich mal. Na, stell die Kamera scharf, ja. Diese große Pille da links, das ist der Schwimmer, der ist mit Luft gefüllt. Und dann ist da die Mechanik, also dieses Beige, sage ich mal. Und wenn der Wasserstand sich da drin füllt, geht der Schwimmer hoch und macht das Ventil zu. Wird Wasser entnommen, dann geht der Schwimmer runter und öffnet das Ventil und der Gartenschlauchanschluss gibt dann das Wasser frei. Also echt richtig geniale Lösung. Und natürlich auch nochmal auf die Frage damals von Carsten, ja, wie ist denn das eigentlich wegen hier Wasser und Pumpe und Strom im Gaskasten? Ja, machen wir nicht jetzt, weil das Risiko ist zu hoch. Also einmal das persönliche Risiko sollte man auch wirklich nicht machen. Und natürlich ist es auch natürlich logisch, dass es auch jetzt nicht so gedacht, dass man Strom und Gas zusammen macht. Deswegen, hinter dieser Türe ist ja die Toilette. Und da gibt es unter dem Spülbecken gibt's noch Platz. Da wird es dann dieser Wasserkanister dann hingebaut, dass er einfach dann da drin ist. Dann kommt noch eine Wanne drumherum, dass falls was auslaufen oder ein bisschen kippeln sollte, dass dann da kein Wasser im Wohnwagen läuft. Weil schlimmster Fall, das System ist irgendwie undicht und der Schlauch läuft nach. Dann hat man hier dann drin nachher noch das Schwimmbad im Bad. Das muss nicht sein. Und deswegen kommt noch eine Wanne drumherum, aber auf jeden Fall somit ist dann die Elektronik mit dem Wasser. Was natürlich auch relativ lustig klingt, wenn ich es gerade ausspreche, aber auf jeden Fall die Pumpe mit dem Wasserkanister dann im Bad nachher unter der Spüle. Und somit ist nämlich vorne der Gaskasten dann nur mit Gas, kein Strom, aber es hat trotzdem noch einen Platz, zum Beispiel, dass man den Wasserkanister während der Fahrt transportiert. So wird man das jetzt lösen an der Stelle, weil alles andere, sage ich mal, macht keinen Sinn. Ja? Und jetzt schalte ich gerade nochmal um.
Das ist natürlich mal wieder das Hauptthema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich damals, es war letztes Wochenende, alles rausgesägt habe und geschnitten habe, muss ich sagen, da war ich schon, nennen wir es mal, etwas frustriert. Weil wenn man dann vor dieser Blechwand sitzt und weiß, dahinter ist dann eigentlich schon draußen und mehr ist es eigentlich nicht, da habe ich dann mir schon gedacht, so, boah, da habe ich jetzt eigentlich wirklich gar keinen Bock, ehrlich gesagt, drauf. War richtig demotiviert, aber mir war schon klar, man kann es machen, es ist machbar, aber es ist ein Haufen Arbeit. Wobei ich muss sagen, Haufen Arbeit ist es eigentlich, es ist nicht anstrengend, man muss es nur tun. Weil auch hier dieses Loch, das habe ich eigentlich relativ schnell rausgesägt und eigentlich auch wieder relativ schnell zugemacht. Das ging ratzfatz eigentlich jetzt, ne? Nein, diese Spiegelung ist irgendwie Kleber, das ist das Metall, das ist kein Wasser, das ist nicht nass, das ist wirklich tatsächlich alles trocken. Ja, und wie gesagt, dann haben wir das Loch hier zugemacht und dann hier werden jetzt die Verstrebungen aufgebaut. Wie gesagt, die Ecke hier habe ich schon angepasst und natürlich, ich habe jetzt kein passendes Holz gekriegt, deswegen musste ich, wenn man es sich von der Seite anschaut, dann hier dieses Profil nacharbeiten, genauso wie hier oben auch das Profil nacharbeiten. Ja, und so muss man dann Stück für Stück das Holz wieder aufbauen, zusammen verschrauben, nachher mit Karosseriekleber zusammen oder verkleben, dass es noch eine zusätzliche Stabilität hat. Dann wird es verkleidet und dann ist eigentlich schon wieder fertig, ne? Es ist, wie gesagt, zu tun, aber es ist machbar. Ja, das war es jetzt eigentlich so. Die Türe von der Heizung, das muss man mal kurz durchgehen. Die Ecke natürlich vorne, logischerweise, klar. Die Monitorhalterung hinter mir und der Citywasseranschluss mit der fischtränkten Schwimmer im Wasserkanister. Genial. Ja, und jetzt sind wir eigentlich hiermit schon so weit am Ende vom heutigen Fortschritt, weil klar ist, es ist an sich nicht viel passiert, weil muss natürlich die Ecke machen und so weiter. Aber es ist dann wirklich ein großes Projekt. Vor allem, ich schalte doch einmal das letzte Mal für euch nochmal um. Es geht dann wirklich von hier unten. Also wirklich bis nach da oben. Ja? Also da kommt dann erst an der letzten Stelle wieder gutes Holz. Das sind vielleicht schon so 1,30 Meter vom Boden in dem Fall, was man komplett hier aufbaut. Also daher ist schon ein ordentliches Stück Arbeit an der Stelle. Ja, und hier ist jetzt auch erstmal alles zwischengelegt. Und wie gesagt, hier, das sind die Sitzbänke. Die sind an sich eigentlich echt leicht. Das ist echt verrückt, wie leicht die sind. Das ist Wahnsinn. Gut, muss ja auch leicht sein, logischerweise. Wir sind ja hier im Wohnwagenbau, also daher wäre es natürlich blöd, wenn das jetzt alles wirklich richtig schwer wäre. Okay, dann sind wir jetzt hiermit am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde dann wieder das Video wieder kürzen, dass das Geschwätz am Anfang weg ist. Genau. Und ja, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, drückt Gefällt mir bei dem Video. Und wie gesagt, ich gucke, dass ich immer montags um 19 Uhr streame. Also auch bei Scheißwetter an der Stelle. Darf man es eigentlich so sagen? Ja, bei dem schlechten Wetter auch an der Stelle. Und wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Schreibt mir eine Mail. Abonniert mich auf Facebook und Instagram. Könnt mir auch da schreiben. Alles kein Thema. Auf Feedback würde ich mich mal freuen, was ihr generell so bis jetzt von dem Fortschritt haltet. Ich verlinke dann noch die Playlist von meiner Restauration, weil das müsste jetzt, habe ich schon, genau, das ist schon das fünfte Video vom Livestream. Das heißt also, ich bin jetzt in der fünften Woche der Restauration. Ich finde, dafür habe ich eigentlich jetzt schon ordentlich was geleistet. Dafür, dass man, ich sage mal, größtenteils zu 95%, das eigentlich komplett alleine macht, ist schon eine geile Sache. Macht auch wirklich Spaß. Gerade solche Detailarbeiten, das dauert manchmal etwas länger vielleicht, aber das macht auch riesig Spaß. Und ich sag mal so, wenn nachher die Ecke wieder zu ist, hinten sind sie ja schon zu, wenn es dann wieder stabil ist, wieder gut aussieht, dann das ist einfach cool an der Stelle. Das macht Spaß und da freue ich mich dann einfach auch drauf. Und deswegen sage ich bis jetzt wieder dann, ciao, bis zum nächsten Montag. Macht's gut, gell? Ciao.